حديث حسن. Was heißt Hadith Hasan? Wir kennen den Begriff Sahih. Das ist ein Hadith, der Sahih ist. Und wir haben hier jetzt einen Begriff, der sagt hier, das ist, also Tirmidhi sagt, Qala Tirmidhi Hadith Hasan. Das ist ein Hadith, der Hasan ist. Ne? Was ist der Unterschied zwischen Sahih und Hasan? Und wenn wir uns erinnern an die Einleitung des Sheikh Nawawi, was hat er gesagt am Anfang? وَإِنِّي أَلْتَزِمُ فِيهِ أَلَّا أَذْكُرَ فِيهِ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا. Und ich nehme es auf mich oder ich bedinge es, in diesem Buch nur jene Hadith zu nennen, die sahih sind. Und jetzt nennt er hier ein Hadith, der Hasan ist. Es stellen sich also zwei Fragen hier. Zum einen, was ist der Unterschied zwischen sahih und Hasan? Und zweitens, hat al-Nawawi tatsächlich nicht seine Bedingung eingehalten? Zum einen, der Begriff Hasan, ein Hadith, wann ist ein Hadith sahih? Ein Hadith ist sahih, wenn 5 Bedingungen gegeben sind. Und bei dem Hasan ist der Unterschied lediglich in einer einzigen Bedingung. Also die Bedingung des Al-Hadith al-Sahih ist, dass es tradiert wird von zuverlässigen Tradenten, also zuverlässig, dann meine ich, oder sagen wir zuverlässig und unbescholten, also das heißt, sie sind in ihrer Person unbescholten, wegen nichts verdächtigt, es gibt keine offensichtlichen Mäkel an ihnen. Zuverlässigkeit hat mit der Gedächtnisleistung zu tun, der Wiedergabefähigkeit, Aufnahmefähigkeit und dass dies ununterbrochen überliefert wird und dass es keinen Shudud und keine Illa gibt. Das sind zwei Begriffe, die kann man in einem Wort nicht übersetzen. Al-Illa ist sowas wie Fehlerquellen, die nicht auf den ersten Blick wahrnehmbar sind. Die siehst du nicht einfach, wenn du dir den Sanad anschaust. Wenn du dir den Sanad anschaust, sieht alles ganz in Ordnung aus. Das sind Fehler, die werden erst erkenntlich, wenn man sämtliche Überlieferungswege dieser Überlieferung sammelt. Ne? Man sammelt sie und vergleicht sie miteinander und dann können Unstimmigkeiten auftreten. Shuzuz bedeutet, dass der Hadith oder der Überlieferer nicht jenen widerspricht, die zuverlässiger sind als er. Nicht zuverlässig. Also ich gebe euch ein Beispiel dafür. Ihr kennt bestimmt den berühmten Hadith, den hat jeder von euch schon mal gehört, nehme ich an, in dem der Prophet sagte, 70.000 Menschen werden das Paradies ohne Bestrafung und ohne Abrechnung eintreten. Ohne Bestrafung und ohne Abrechnung. Und sie sagten, sie haben sich darüber gestritten, diskutiert, wer diese 70.000 sind. Auf jeden Fall, der Prophet kommt wieder zurück und sagt ihnen, das sind jene, die so und so und so nicht tun. Und da nannte er unter anderem folgendes: وَلَا يَسْتَرْقُون. عَفْوًا. وَلَا يَرْقُون. وَلَا يَرْقُون. Was heißt das? يَرْقُون, يعني die das nicht bei anderen machen. وَلَا يَرْقُون. Das heißt, die keine Ruqya machen. Also sie machen das nicht bei anderen. Aber diese Überlieferung, selbst wenn sie bei Muslim ist, die ist bei Muslim, vergleichen wir aber alle anderen Überlieferungen, andere Tradenten, andere Überlieferungswege, dann sehen wir, dass alle anderen folgenden, anstatt dem Wort Yarqun, haben sie das Wort laut Yastarqun. Das heißt, die Ruqya nicht verlangen, nicht danach betteln und zu den Leuten gehen und fragen, bitte mach das und dies, ich brauche das und jenes. Versteht ihr den Unterschied? Das nennt man Shudud, eine Abweichung. Hier haben wir zwar einen zuverlässigen Überlieferer, der weicht aber einer Menge anderer zuverlässiger Überlieferer, er weicht von ihnen ab. Das nennt man Shudud und das macht einen Hadith da'if. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Sahih und dem Hasan? Der Hasan unterscheidet sich vom Sahih nur in einem einzigen Punkt. Wir haben gesagt, er muss zuverlässig sein. Ich weiß nicht, ob das Wort Zuverlässigkeit das beste Wort hier ist, aber ich habe mir erklärt, was ich dann meine. Aufnahme und Wiedergabefähigkeit. Der Unterschied zwischen dem
Sahih-Überlieferer, Tradenten, und dem Hassan-Tradenten ist der, dass die Zuverlässigkeit beim Hassan-Tradenten etwas geringer angesetzt ist. Nehmen wir mal an, der Sahih-Überlieferer liegt bei 90% immer richtig. Bei der Wiedergabe, 90% der Texte, die er wiedergeben hat, da lag er immer richtig. Das heißt, die Fehlerquote war sehr gering. Der Hassan-Überlieferer, sagen wir, der liegt so bei 70% oder so. Also er hat eine höhere Fehlerquote als der vom Sahih, aber noch nicht, es ist nicht zu viel. Also wenn das 50-50 wäre, das wäre schon zu viel gewesen. Stellt sich natürlich die Frage, wie machen wir das überhaupt fest? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, dass Fulan in seinen Überlieferungen nur selten Fehler macht und Fulan macht sehr viele Fehler in seinen Überlieferungen? Durch Vergleich. Durch den Vergleich stellen wir das fest. Der Ilm al-Hadith ist wirklich sehr penibel. Und man kann die kleinsten Details, die den Überlieferer betreffen, man kann sie nachvollziehen. Also es ist nicht nur Wahrsagerei. Man kann das alles nachvollziehen und nachverfolgen und vergleichen. Das ist sehr interessant. Und das zeichnet den Islam aus innerhalb der verschiedenen Religionen. Sowas, also dass man nachvollziehbare und verfolgbare Überlieferungen hat, das gibt es nur, also in diesen Details und in dieser Fülle und Menge gibt es nur im Islam. Das ist also der Al-Hasan. Okay, jetzt stellt sich noch die letzte Frage. An-Nawawi hat gesagt, ich werde nur Ahadith nennen, die sahih sind. Einige der Muhaddithun, der Hadith-Gelehrten, benutzen das Wort Sahih für alles, was man zur Argumentation verwenden kann. Meshi? Unabhängig davon, welchen Grad der Authentizität der Text erreicht hat. Und aus dieser Perspektive würde dann auch der Hassan dazugehören. Ja.